Single Leben. Florence Imbereisen und Beatrice Egli verraten das Leben nach der Trennung. Willkommen auf dem Kanal mit freundlicher Genehmigung von Prominenten. Klicken Sie auf die Schaltfläche abonnieren, um die neuesten Nachrichten von uns zu erhalten. Das Single Leben ist eine herausfordernde Zeit und bietet auch die Möglichkeit, sich selbst zu entdecken, sich auf persönliches Wachstum zu konzentrieren und in einfachen Dingen Glück zu finden. Eine solche Phase durchlebten Florence Imbereisen und Beatrice Egli, nachdem sie beschlossen hatten, ihre Beziehung zu beenden. Hier sind die Enthüllungen und Gefühle der beiden über ihr Single-Leben und ihre neuen Wege. Florence Imbereisen, einst eines der prominenten Gesichter der Unterhaltungsbranche, drückte die Freiheit und Freude des Single-Lebens aus. Er sagte, dies sei eine Zeit, in der man sich auf persönliches Wachstum konzentrieren, neue Leidenschaften entdecken und das Leben frei genießen könne. Florian gibt auch zu, dass die Trennung eine psychologische Herausforderung mit sich brachte, aber er hat gelernt, sich ihr zu stellen und sie zu meistern. Er findet, dass ihm das Single-Sein die Freiheit und den Raum gegeben hat, so zu sein, wie er wirklich ist. Unterdessen sprach Beatrice Egli, eine talentierte Sängerin und ehemalige Geliebte von Florence Imbereisen, über die Umstellung auf das Single-Leben. Sie sah eine Gelegenheit, sich auf ihre Musikkarriere zu konzentrieren und ihre persönlichen Träume und Pläne zu verwirklichen. Beatrice hat mehr Freude und Automatismus darin gefunden, auf sich selbst aufzupassen und die Welt um sie herum zu erkunden. Sie gibt zu, dass die Trennung Schwierigkeiten und komplizierte Gefühle mit sich gebracht hat, aber sie hat gelernt, ein neues positives Leben aufzubauen. Sowohl Florian als auch Beatrice geben zu, dass das Single-Leben nicht immer einfach ist. Es gibt Zeiten der Einsamkeit und Erinnerungen an die Vergangenheit können aufkommen. Beide haben jedoch gelernt, sich diesen Emotionen zu stellen und Wege zu finden, ein positives und sinnvolles Leben zu führen. Sie haben das Gefühl, dass sie als Single den Raum haben, zu wachsen und sich frei zu erkunden. Sowohl Florian als auch Beatrice betonten, dass die Beziehung unerwidert gewesen sei und die Entscheidung zur Beendigung kein Misserfolg gewesen sei. Stattdessen ehe es ein Wachstum und die Erkenntnis, dass zwei Menschen nicht mehr zueinander passen. Das Single-Leben ist nicht nur eine Zwischenphase, sondern auch eine Gelegenheit, sich selbst zu entdecken und ihre Ziele und Träume neu zu verwirklichen. Auch wenn eine Trennung Traurigkeit und Kummer mit sich bringen kann, machen sowohl Florence Imbereisen als auch Beatrice Egli weiter. Sie konzentrieren sich nicht nur auf persönliches Wachstum, sondern bauen auch weiterhin ihre Karriere und Popularität aus. Sie legen Wert auf Unabhängigkeit und Selbstvertrauen im Single-Leben und bauen eine vielversprechende neue Zukunft auf. Das Single-Leben kann Freiheit und Gelegenheit zur Selbstfindung bieten, erfordert aber auch Engagement und Selbstfürsorge.